Und wir möchten euch heute unsere Freizeitbeschäftigung vorstellen, die Mädchen-Zukunftswerkstatt. Und hier kommen wir auch gleich zum Computerraum. Hier können wir PC spielen und an dem Tisch da drüben können wir auch Spiele spielen. Das hier ist der Freizeitraum. Hier können wir an manchen Tagen die Wellness-Oase genießen und uns einfach mal entspannen. Oder wir spielen am Fernseher, Wii oder PlayStation. Das hier ist der Bastelraum. Hier können wir mit Textilfarben oder anderen Farben arbeiten. Und hier in der Küche können wir kochen. Ich könnte jetzt einen guten, grünen, saftigen Apfel essen. Ich liebe deine Idee. Aber ist das nicht zu teuer, im Supermarkt das zu kaufen? Ja. Wir haben auch schon die Pommes gekauft, die total versalzen sind. Wir müssen irgendwie einen Garten anpflanzen. Oder überhaupt was anpflanzen. Ja. Dazu fehlt aber uns die Fläche und das Material. Stimmt. Und das wächst nicht von heute auf morgen. Genau. Na, schon fertig mit Essen? Ja. War es ein bisschen zu viel, oder wie? Ja. Ja. Auf alle Seite. Wer hat das reingemacht? Ich. Okay, also auf alle Fälle zu viel. Zu viel ist eigentlich nur untertrieben. Und was habt ihr jetzt noch so vor? Sie erzählt es dir ganz. Also wir haben gerade davon gesprochen, dass wir Obst anlegen wollen. Und da wollten wir dich fragen, ob wir das mit dir machen können. Obst anpflanzen. Also ein Garten. Ja, ein wir Garten. Haben gerade irgendwie aber so Lust auf Obst. Aber wir haben keinen Plan über die Fläche und so. Ja, und wo wir das machen. Ja, also ich finde die Idee gut und ich hätte auch schon eine Idee, wo wir es machen. Ja, ja, kommt einfach mit. Ich zeige euch. Cool, ja. So, also das der Platz und wie viel fällt er euch? Der ist voll groß. Ja, schön groß. Toll. Die Abgrenzungen sieht doch gut aus. Ja. Mit dem Baumstämmen. Ja. Aber der Platz alleine reicht doch nicht. Ja, stimmt. Wir brauchen ja Erde und Samen und eine Schuttkarre. Und ja, eine Hake. Ja, stimmt. Also um die Sachen zu pflanzen, brauchen wir natürlich Werkzeug. Und Samen brauchen wir auch noch und Pflanzen, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie wir die alle herkriegen. Okay, das war's auch schon und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es einfach euren Eltern, Großeltern, Schulfreunden und Bekannten Bescheid. Also wenn es euch gefallen hat, dann klickt einfach auf Gefällt mir und sagt es vielen weiter. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.